Hallo, ich begrüße euch zu meinem Videoblog Statements zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute ein bisschen über unseren SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück sprechen und über seine jüngsten, aber auch schon vergangenen Verfehlungen und das mal so ein bisschen beleuchten. Aus der Vergangenheit gibt es ja so ein paar Dinge, von denen wir schon wissen, dass es ein bisschen daneben war. Man denke etwa an an seine Äußerungen zum Gehalt der Kanzlerin oder Kanzlers. Also daraus wurde ihm auch ein bisschen mehr angedichtet, als er eigentlich gesagt hat, muss man fairerweise sagen. Trotzdem war es ungeschickt, gleich zu Anfang so ein Thema irgendwie überhaupt zu kommentieren. Weil es lag natürlich nahe, dass er als jemand, der mit Vorträgen in jüngster Zeit vor seiner Kandidatur Beträge in Millionenhöhe gesammelt hat, sage ich mal, für sein Privatvermögen, dass der natürlich mit einem Kanzlergehalt möglicherweise nicht zufrieden sein könnte und deswegen überhaupt dieses Thema angesprochen haben könnte. Also es war vielleicht nicht so, aber es war immerhin ungeschickt. Und ich habe mir mal Notizen gemacht, weil es ja einige dieser Verfehlungen gab, damit ich mal ein paar vielleicht nennen kann. Also dann gab es diese Äußerung mit den Clowns, betraf italienische Politiker, unter anderem Berlusconi, der vielleicht einer sein mag, das ist ganz klar. Trotzdem, wer sich für das Amt des Kanzlers der Bundesrepublik empfiehlt, der kann nicht in so einem Ton über ausländische, also über Politiker, führende Politiker im Ausland sprechen. Und er hat ja auch noch andere damit gemeint. Was haben wir hier noch auf der Liste, die ich mir notiert habe? Ach ja, den Kampagnenleiter Heiko Goye, der dann ins Gerede kam, weil er ein Rückkehrrecht sich hat einräumen lassen für den Fall, dass sein Chef da nicht gewählt wird und keine weitere Verwendung in Berlin für ihn ist. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt Staatssekretär in Sachsen-Anhalt. Und das wollte er ganz gerne dann auch weitermachen und das ist nicht üblich, das darf so nicht sein, weil das ja kein staatlicher Job ist, Kampagnenleiter einer Partei. Außerdem kam dann wenig später auch heraus, dass er Tausende von Euro dadurch in seinem privaten Gebrauch eingespart hat, weil er sein Auto, sein Dienstwagen samt Chauffeur wohl für Privatfahrten nach Berlin genutzt hat. Nun muss zu dem Fall sagen, der Herr Goye ist mir seit Universitätszeiten bekannt. Damals war er noch erleuchtet von den Liberalen. Er war ein Jungliberaler und sehr aktiv und begeistert, hat sich später ein bisschen davon abgewendet, allerdings mehr mit Unionsaffinität. Und als er dann nach Berlin ging, da habe ich ihn nun auch aus den Augen verloren, aber das war in der Zeit der rot-grünen Regierung und da war es sicherlich kein Nachteil irgendwie, dass man auf einmal seine Liebe zur Sozialdemokratie entdeckt hat und er dann Mitglied der SPD war. Gleichzeitig, deswegen erzähle ich das, ist er über das Kanzleramt dann an Herrn Steinmeier irgendwie herangekommen, hat dort weiter Karriere gemacht, hat Herrn Steinbrück dann schließlich auch näher kennengelernt,
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, ist auf jeden Fall seit einiger Zeit mit seiner Büroleiterin, seiner langjährigen liiert. Mag man denken, was man will. Auf jeden Fall, deswegen erzähle ich das, es ist nicht gerade das, was man einen typischen Sozialdemokraten nennt. Also ich kenne ihn nur so, dass er mit der Sozialdemokratie nichts oder nur wenig am Hut hatte. Jetzt scheint das anders zu sein. Als Kampagnenleiter hat er allerdings keinen guten Job gemacht, scheinbar. Frau Nahles hat das Ganze ja dann zumindest führungsmäßig übernommen. Der mag man nachsagen, was man will, aber sie ist immerhin eine gestandene Sozialdemokratin, was Goye und man muss vielleicht sogar sagen Steinbrück eher nicht sind. Weswegen es nicht verwundert, dass die in ihren eigenen Kreisen nicht so, also in der Parteizentrale, nicht so den Status haben, den sie eigentlich bräuchten für so eine Kandidatur. Also das war ein Problem. Dann hat Steinbrück ja auch im Sommer jetzt vor ein, zwei Monaten seinen Sprecher Donnermeier entlassen. Und dann haben wir auch noch die Panne mit dem Slogan, das Wir entscheidet. Toll, hört sich klasse an. Leider stellte man dann fest, dass das auch gleichzeitig ein Slogan einer Leiharbeitsfirma war und das passt natürlich auch nicht gerade zu den Aussagen, zu den Botschaften, die die SPD in diesem Wahlkampf rüberbringen möchte. Gut, und jetzt haben wir natürlich ein neues Ding und da habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal hier in meinem Vlog mal ansprechen. Habt ihr vielleicht auch gehört? Vor 2 Tagen kam es ja oder was schon. Ich habe mir auch hierzu die Notiz gemacht, um euch das mal vorzulesen, fehlerfrei, was also Steinbrück von sich gab. Zitat: Die Tatsache, dass Sie, Frau Merkel ist gemeint, dass Sie jedenfalls bis 1989, 90 eine ganz andere persönliche und politische Sozialisation erlebt hat, als die, die diese europäische Integration seit Anfang der 50er Jahre erlebt haben, beginnend mit den Montanverträgen, das spielt in meinen Augen schon eine Rolle. Und er setzt weiter fort. Das will ich nicht missverstanden haben als Vorwurf, denn sie konnte sich ja nicht aussuchen, ob sie auf der östlichen oder der westlichen Seite Deutschlands und Europas aufgewachsen ist. Das ist natürlich ist schon ein Hammer und es ist eigentlich auch ein bisschen lustig, also zumindest für einen Außenstehenden, weil das ist ja eine glatte Ohrfeige und zwar nicht nur für Merkel, sondern für alle Ostdeutschen. Wenn ich das mal ganz platt übersetze, heißt das ja, ja ihr Ostdeutschen, ihr habt doch von Europa keine Ahnung, ihr wärt doch eigentlich lieber noch Teil der Sowjetunion und dass euer Herz für Europa brennen könnte, das kann ich euch gar nicht abnehmen. Also ihr seid anders sozialisiert, ihr wollt nicht wirklich, dass Europa brennt, zumindest nicht darauf. Das ist natürlich wahltaktisch völlig dumm, muss man sagen. Es ist ja auch eine Frechheit und selbst wenn man ihn als einen Menschen, der Klartext und Kante redet, gerne vielleicht verkaufen möchte. Solche Statements braucht kein Mensch. Wenn das tatsächlich das ist, was er uns sagen will und ähnliche Äußerungen, dann mag er vielleicht ein Mensch mit Ecken und Kanten sein, aber kein Kanzler, kein geeigneter Kanzlerkandidat für die Bundesrepublik. Da muss man sich schon ein anderes Format angewöhnen, das scheint er bis heute nicht verstanden zu haben, obwohl ich ihn erst neulich noch im Fernsehen bei einem Interview gehört habe, dass er zugegeben hat, dass er am Anfang also nicht verstanden hätte, dass man ihn nicht mehr als den Peer Steinbrück wahrnehmen würde, sondern als möglicher Kanzler der Bundesrepublik. Ja, bitte, wenn er das tatsächlich verstanden hätte, was ja eine richtige Äußerung war, aber verstanden hat er es nicht, dann hätte er nicht diesen Unsinn da wieder von sich gegeben. Also, wenn man das alles mal zusammennimmt, muss man schon sagen, dass Peer Steinbrück und eben seine Mitstreiter
Heiko Goy und vielleicht sind es auch noch andere, die da wenig reinpassen, mit der Sozialdemokratie nicht wirklich viel zu tun haben. Und das, was sie da als Persönlichkeit Steinbrück verkaufen, nicht das Format hat, um irgendwie die Bundesrepublik zu führen. Das ist schade, dann müssen wir uns wohl wahrscheinlich auf einen eher langweiligen Wahlkampf oder ein eindeutiges Ergebnis wohl gefasst machen. So denke ich mal, also für mich, ich bin da ja prinzipiell offen, bin ja unabhängig, bin auch durchaus ein Wechselwähler, wenn mir jemand was Gutes anbietet, eine gute Persönlichkeit anbietet, dann bin ich auch durchaus bereit, mal die Partei, die ich wähle, mal zu wechseln. Das habe ich schon häufiger getan. Davon lebt ja auch eine Demokratie. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Peer Steinbrück und seine Mannschaft, die ist mir zu unglaubwürdig und auch zu tapsig. Ja. Da möchte ich auch nicht irgendwie für plädieren. Ja, gut, dann war es das zum Thema Politik. Dann möchte ich wie immer noch eine CD vorstellen. Das heißt, ich will es heute mal ein bisschen anders machen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe es ja auch schon mal auf meiner Facebook-Seite gepostet, dass George Duke gestorben ist vor wenigen Tagen. Und zwar an einer chronischen Leukämie. Ich wusste das nicht, dass er so krank ist. Ein Jahr vorher ist schon seine Frau gestorben. Darunter hat er sicherlich auch sehr gelitten. Hat jetzt gerade oder ist dabei gerade noch eine neue, also er ist jetzt nicht mehr dabei, aber seine CD, eine neue, wird veröffentlicht oder wurde schon veröffentlicht. Und die hat er auch nochmal dem Gedenken seiner Frau gewidmet nun. Treffen sich, falls es den gibt, im Himmel wieder. Also auf jeden Fall gehört George Duke eindeutig in den Musikhimmel. Das war ein ganz großer. Ich habe ja hier in dem Rahmen auch schon mal was von ihm vorgestellt. Und er hat viele, viele Veröffentlichungen gemacht. Nicht nur als Musiker, als Sänger, als Komponist, sondern auch als Produzent. Etwa hat er auch schon Miles Davis damals schon produziert. Hat natürlich auch mit Al Jarreau, mit Stanley Clarke und vielen anderen Größen tolle Sachen zusammen gemacht. Ein echter Vollblutmusiker, wie man auch in Interviews, die man jetzt auf YouTube etwa sehen kann, zum Teil auch noch von ihm erfahren kann, wie stark er eigentlich dafür plädiert hat, dass man als Musiker irgendwie da sein Herz der Musik sozusagen öffnen soll und nicht rein kommerziellen Gedanken. Der Mann, der stand bis zum Schluss auf der Bühne, hat immer Raum und Interpretationsraum auch in seinen Aufnahmen gelassen. Ein Spitzenpianist und ja, also alle Superlative sind hier richtig angebracht bei dem Mann. Ich bin sehr traurig, dass wir wohl dann nichts Neues mehr von ihm hören können, außer der neuen Scheibe und vielleicht dem einen oder anderen aus dem Archiv. Aber danke, George Duke. Ich will vielleicht nochmal denjenigen hier ein kurzes Bild zeigen, von was auf einer Sammel-CD ist. Ich will die CD jetzt gar nicht unbedingt empfehlen, kann man natürlich, gibt es günstig, sind ein paar ältere Stücke drauf. Aber das ist George Duke, wie man ihn kennt, in jüngeren Jahren natürlich noch. Und was ich euch vielleicht eher heute empfehlen wollte, ist auf der Grundlage meiner ganz persönlichen Begegnung, die ich zwar nicht mit George Duke leider nicht hatte und auch nicht mit Frank Zappa, aber mit 14, 15 Jahren habe ich Frank Zappa für mich entdeckt, und zwar mit dieser Platte, die ich damals auch gekauft habe. Also das ist tatsächlich noch eine Schallplatte und toll, dass ich die auch noch habe.
Und das war für mich faszinierend. Ganz neue Musik, ganz eigenartig und auch aus heutiger Sicht noch eine ganz tolle Platte. Und dort habe ich auch zum ersten Mal John Duke gehört, von dem ich damals auch noch nichts wusste. Der macht nämlich, wie auf ein paar anderen Scheiben von Zappa auch noch, damit als Keyboarder, Pianist und auch Mitsänger, sage ich mal. Und es gibt hier, was ungewöhnlich für Zappa ist, sogar ein Stück, das er mit ihm, mit Zappa, also Zappa und George Duke zusammengeschrieben haben, nämlich Uncle Remus. Sehr schönes Piano mit Gesang. Und ja, so habe ich den Mann kennengelernt und deswegen mal diese Verbindung. Diese Platte von Zappa kann ich wärmstens empfehlen für alle Zappa-Fans, für alle George Duke-Fans. Und auch für alle, die beides vielleicht noch werden wollen. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.